Das Leben ist eine Achterbahn, zumindest für Mitarbeiter von Freizeitparks. Nee, tut mir leid, ich bring's nicht zu. Die Probleme sind mannigfaltig. Hallo, was ist Sambo dann? Der steht. Vorne noch Pfui, hinten schon Hui. Eine Hoteleröffnung mit Hindernissen. Mal an, wie das ausschaut. Guten Morgen. Noch gleich die Suite Air einer Rumpelkammer. Also hier in diesem Bereich muss das Bett angezogen werden noch. Also hier ist noch einiges zu tun. Gut, jetzt hier geht es in den Wohnbereich der Top-Suite, die dann für 1000 Euro verkauft werden wird. Hier soll noch der Wohnbereich fertiggestellt werden bis heute Abend. Schön wäre das, es sei denn Ehrengast Roger Moore alias James Bond soll selbst Hand anlegen, beim Fensterputzen oder Möbel arrangieren. Da ist unten braucht es noch. Hier kommt noch ein Unterschrank hin, der kommt jetzt um 10 Uhr, hat mir der Bauleiter gerade gesagt. Der wird noch eingebaut, dass man darunter die ganzen Schläuche nicht sieht und noch eine Ablage hat. Gehen wir mal in den Außenbereich zum Whirlpool. Schauen uns das an. Also der Sprudelbereich, da wird jetzt noch die Technik fertig gemacht und dann eingefüllt. Da braucht es natürlich mehrere Befüllungen. Es muss noch gereinigt werden. Aber da ist ja noch einiges zu tun jetzt. Da ist noch einiges zu tun. Also das wird richtig knapp werden. Zur selben Zeit 500 Meter Luftlinie im isländischen Teil des Parks. An der neuesten Attraktion, der Holzachterbahn, beginnt Daniel Fuchs seinen Dienst. 1050 Meter Fußmarsch liegen vor dem 33-Jährigen. Da wird jeden Morgen die komplette Schienenstrecke abgegangen. Da wird auf Beschädigungen von der Schiene geschaut, ob nirgends was gebrochen oder defekt ist. Wodan heißt die mittelalterlich anmutende Holzachterbahn, die sich bewusst von den anderen, zum Teil supermodernen Rollercoasters im Park abhebt. Holz bietet ein ganz besonderes Fahrgefühl. Die Passagiere werden ordentlich durchgeschüttelt. Die Holzkonstruktion allerdings auch. Grund genug, ganz genau hinzusehen. Sieht ganz gut aus, bin zufrieden. Keine Mängel festgestellt. Das heißt, die Schiene ist soweit in Ordnung. Für Daniel Fuchs steht nun etwas auf dem Programm, wovon jeder Parkbesucher nur träumen kann. Er hat die nagelneue Holzachterbahn ganz für sich allein. Bei seiner täglichen Probefahrt muss er an den steilsten Stellen wirken bei Wodan Fliehkräfte von 3,5 G. Spaß für die einen, Routine für Daniel Fuchs. Nur wenn er sein Okay gibt, wird die Bahn freigegeben. Jetzt, kurz vor Parköffnung, wäre eine Störung der neuesten Attraktion natürlich fatal. Soweit in Ordnung, können nichts feststellen, können wir die Bahn für die Gäste freigeben. Und damit beginnt seine Arbeit. Cedric Schäfer ist als Supervisor für einen Teil des Parks verantwortlich, muss sowohl technische als auch menschliche Probleme lösen. Die potenziellen Problemverursacher stehen bereits seit einer Stunde vor dem Tor. Ja, schon viel etwas los. Und ich denke, heute kommen wir bestimmt auf 20.000 Leute locker.
Und die stürmen nun alle auf einmal in den Park, auf dem schnellsten Weg zu den spannendsten Fahrgeschäften. Später wird man dort nämlich über eine Stunde anstehen müssen. Schlecht, wenn es da zu technischen Ausfällen kommt. Doch prompt ereilt Cedric einen Hilfeanruf aus Island. Wodan bockt. Hallo, was ist am Wodan? Der steht. Okay, und wo sind die Züge? Der Zug steht auf dem Lift. Okay, ja, ich komme gleich. Ja. Die Information, einer der Züge macht Probleme. Die Gäste müssen draußen bleiben. Das schlimmste Szenario für eine Hauptattraktion. So, die zwei Kollegen sind jetzt am Eingang. Und die Sperre so, dass halt niemand mehr reinkommt. Halt, ja. Weil man muss jetzt unbedingt die Warteschlange halt leer fahren. Und wenn es dann behoben ist, dann machen sie halt wieder auf. Die Startautomatik ist defekt. Jeder Zug muss von Hand gestartet werden. Die Kollegen haben zwar den Eingang gesperrt, zwei Wagenladungen voller Gäste stehen aber bereits am Gatter, nach über einer Stunde Wartezeit. Cedric Schäfer entscheidet, diese Gäste dürfen noch fahren, dann ist erstmal Schluss mit der nordischen Götterbahn. Zum Glück hat der Park ja noch mehr Achterbahnen. Wenn Sie jetzt die ganzen Leute Richtung Blue Fire schicken, dann sind Sie halt auch ja Spaß. Und dann heute Nachmittag wird es sowieso wieder, oder demnächst geht es wieder. Und dann fahren Sie wieder, wo dann? Zurück im Hotel. Die Turmvilla wird nicht rechtzeitig fertig werden, erfährt Pre-Opening-Manager Rüttimann. Jetzt muss dringend ein Ausweichplan her. Zusammen mit Hoteldirektorin Susanne Doll schaut er sich ein Standardzimmer an, in dem Ehrengast Roger Moore tagsüber untergebracht wird. Bis zum Abend soll dann die Turmsuite fertig sein. Das Hotel ist vollkommen ausgebucht. Nur noch ein normales Doppelzimmer ist frei. Reicht das aus für James Bond? Das wäre dann also das Tageszimmer für Noah, weil man ja sicherlich die Suite für ihn noch nicht fertig haben wäre. Zumindest tipptopp soll es dann aussehen. Die beiden überzeugen sich, dass auch wirklich alles an seinem Platz ist. Leider ist auch das nicht der Fall. Jetzt schaue ich gerade mal ganz kurz hier noch, ob alles in Ordnung ist. Oh, nee, nicht in Ordnung. Muss man gleich mal dem Zimmermädchen sagen, da ist das Duschgel rausgebrochen. Oder beziehungsweise das, die Seife. Aber ansonsten passt's. Und hier muss man schauen, die Tücher, dass sie die nochmal schön hinlegen. Hier unten. Kaum aus dem Zimmer da, kommt auch schon der Anruf. Der Ehrengast aus Großbritannien ist bereits im Anmarsch. Jetzt wird's knapp. Im Park als Supervisor Cedric Schäfer zu seinem nächsten Einsatz. Der Andrang an der Kinderachterbahn ist zu groß. 15 Minuten Wartezeit sind hier zu lang. Ein zweiter Zug muss auf die Bahn. Weil die Leute rufen an, mein Okay zu bekommen. Weil sie 15 Minuten Wartezeit haben und die wissen nicht, was machen. Und dann sage ich einfach, okay, ihr könnt jetzt den zweiten Zug im Einsatz bringen. Sie dürfen das nicht alleine entscheiden? Nee. Während der Aufrüstung der Anlage geht 10 Minuten lang erstmal gar nichts. Cedric Schäfer ist angespannt, denn die ersten Gäste gehen bereits. Als der zweite Zug endlich auf die Schiene gehoben ist, muss Schäfer persönlich den Start freigeben, denn er trägt die Verantwortung, wenn etwas schief geht. Auch Hotelmanager Lorenz Rüttimann ist angespannt. Der Ehrengast rollt an. Jetzt bitte ein bisschen zurück, dass er gleich hier vor die Vorfahrt fahren kann. Gemeinsam mit Parkinhaber Roland Mack empfängt Rüttimann Roger Moore und dessen Frau. Eigens eingeladen als Hotelgastagenten in geheimer PR-Mission. Nur wie erklären, dass die Turmsuite zu diesem Zeitpunkt alles andere als fertig ist? Zum Glück machen die beiden Gäste keinen allzu erschöpften Eindruck. Und tatsächlich, Roger Moore will gar nicht auf sein improvisiertes Zimmer. Er will erst mal etwas essen. Trotzdem gibt es einen Fallstrick. Kaum aus den Augen scheint ein bockiger Fahrstuhl Mr. Bond verschluckt zu haben. Und der andere Lift geht ja jetzt aber noch. Ich gehe jetzt um kurz schauen, ob das stimmt. Was war das Problem, Lorenz? Das ist der Aufzug. Gerade mit dem Lift, wo runter ist, der Aufzug hatte jetzt wieder technische Arbeiten für den Dung. Ich muss schauen, nicht, dass er noch drin steckt. Ja. Ein Ehrengast in der Fahrstuhlfalle, das wäre peinlich. Der Silver Star, die mächtigste aller Achterbahnen. 130 km/h, Fliehkräfte von 4G. Da will jeder mit. Darf aber nicht jeder.
Vor dem Eingang heißt es erstmal: Achtung, Kilokontrolle. Marc Vollmer bittet üppige Wackelkandidaten mit geschultem Auge und charmantem französischen Zungenschlag auf den Probesitz. Nur wenn der Bügel einrastet, kann die Fahrt beginnen. Für etwa einen von 10 Gästen wird der Probe zum Schleudersitz. Nehmen Sie Platz bitte, ich muss kontrollieren, ob der Sitz gut zugeht. Ja, machen Sie die Jacke weg bitte. Sind Sie ganz hinten? Ja. Nee, tut mir leid, ich spring's nicht zu, es geht nicht. Ja, okay. Ich bin schon leider. Probieren Sie noch nach hinten zu duschen, es ist nicht zu. Nee, tut mir leid, ich spring's nicht zu. Okay. Es geht nicht. Dann geht's weiter hin. Okay? Ja. Du musst mich auch noch sitzen. Nee, das passt schon. Ich warte hier. Man wird ja auch ein bisschen dicker oder dünner, weil man bleibt ja nicht immer gleich. Ist ja okay. Ist okay, ist in Ordnung. Ja, findest du jetzt nicht schlimm? Nein, finde ich nicht. Es gibt ja andere Sachen, die man machen kann. Ja. Nicht so schlimm. Doch nicht nur der Körperumfang muss passen, sondern auch die Größe. Steh mal auf die Füße da. Marc Vollmer kennt die Tricks der Kids und keine Gnade, auch wenn es nur um wenige Zentimeter geht. No, sorry, it's impossible here. Last time she go? No, no, sorry, it can be dangerous, she shouldn't. Sorry. Last time because she's making like this, but it can be dangerous, it's impossible. Ich glaube, es gibt mehr Ärger mit Kindern, wenn sie zum Beispiel 1,37 Meter sind. Die Leute verstehen das nicht und da müssen wir sehr streng sein, weil die können in den Sitz gehen. Im Bahnhof sehen wir das nicht unbedingt und dann kann es gefährlich sein. Lorenz Rüttimann ist unterwegs in rettender Mission. Ehrengast Roger Moore steckt vermutlich gerade im Aufzug fest. Ist er unten? Okay, alles gut. Weil der rechte Lifter wird jetzt gerade gewartet. Ja. Also da ist er jetzt wieder am Arbeiten. Aber er ist rausgekommen hier. Gut, alles klar. Wunderbar, also alles safe, alles sicher. Und Jamur steckt nicht im Aufzug fest. Steckt nicht im Aufzug fest, nein. Lächeln, immer lächeln. Das gilt auch für Martin Spannring. Der ehemalige Fußballprofi ist seit 10 Jahren fest angestellter Chef-Promi-Betreuer im Europapark. Ja, die Promis sind jetzt auf den Zimmern. Die haben die Einweisung bekommen, dass sie sich nachher alle akkreditieren müssen. Und ich bin ja auch gespannt, weil wer als Erster auftaucht, weil es sind schon wahnsinnig viele Prominente da. Und es ist klar, dass sie sich erst mal eine Stunde hinlegen, ein bisschen ausruhen, frisch machen, anziehen, Anzüge anziehen. Die Damen brauchen natürlich ein bisschen länger. Und ich bin echt gespannt, wer als Erstes auftaucht. Jetzt gehen wir rüber zur Akkreditierung ins Fitnessstudio und dann schauen wir mal, wer als Erster da ist. 10 Tore hat Spannring in seiner Bundesliga-Karriere geschossen. Auf die gegen Olli Kahn ist er besonders stolz. Der 42-jährige Ex-Kicker hat den Rasen zwar längst gegen den roten Teppich getauscht, doch der Smalltalk führt ihn immer wieder aufs Grün zurück, wie hier bei seinem ehemaligen Landesvater Erwin Teufel. Können Sie sich noch erinnern, ich habe Sie mal besucht in Stuttgart im Rathaus, ja, wo wir mit dem VfB Stuttgart im Europapokalfinale standen gegen Chelsea, wo wir verloren haben. Wissen Sie noch? Ja. Da war ich mit dem Meier Vorfelder bei Ihnen. Ja, ja, ja. Und dann haben wir einen kurzen Smalltalk gehabt, Sie haben uns gratuliert. Ich kann mich echt noch gut erinnern. Weiß noch gut. Wissen Sie noch? Ja, ja, schön, dass Sie da seid. Und dann beginnt der wirklich harte Teil seiner Arbeit. Eine dreiseitige Liste an geladener Prominenz ist abzuarbeiten. Dabei handelt es sich immer wieder um die üblichen Verdächtigen, die den Freizeitpark mit ihrer Anwesenheit adeln sollen. Entschuldigung, dass ich erstmal deine Frau begrüße. Hallo, grüß dich, schön, dass ihr da seid. Ja. Henry, warte, jetzt komm, sorry. Das hätte ich mindestens von dir erwartet, dass du auch den Anstand hast. Nein, schön, dass ihr da seid. Aber alles gut? Klar. TV-Dino Hans Meiser ist der Vorletzte auf der Liste. Fehlt nur noch? Markus! Sabine Christiansen, ist die schon da? Unter
Ich mal eine gute halbe Stunde werden wir definitiv fertig sein. Ja, also da werden wir jetzt wirklich im Endspurt sind wir jetzt und dann geht es nur noch darum zu schauen, dass alles an seinem richtigen Ort ist, adrett an seinem Platz ist und dann passt das soweit. Sofern der Brite nicht nur Scotch trinkt. Das passt. Jack Daniels, was er vorher erwähnt hat, im persönlichen Gespräch bei der Familie Mack. Dann eine Auswahl von frischen Confiserie aus unserer eigenen Patisserie. Und hier auch der Saunabereich. Alles da mit dem Unterschrank, der noch gefehlt hat. Also das sollte jetzt passen. Sonst bliebe ja auch noch das Außenbad. Alles da, alles gerichtet. Wunderbar, das sieht toll aus. Also hier ist soweit alles gut. Hier sind wir durch. Perfekt. Das ist jetzt der entscheidende Moment. Und ich glaube, es kommt gut. Also ich bin da guter Dinge. Man sieht es auch, es ist ein Wow-Effekt. Und das war das oberste Ziel, diesen Wow-Effekt hinzubekommen. Und was wenn nicht? Was wenn er jetzt sagt, gefällt mir nicht? Dann natürlich hätten wir ihn falsch eingeschätzt. Aber es ist schon jetzt ein spannender Moment, was geschieht effektiv. Wie reagiert er, wie ist seine Reaktion? Probleme ganz anderer Art gibt es derweil im Park. Das elektronische Drehkreuz des Aussichtsturms ist defekt. Doch nur 50 Menschen dürfen pro Fahrt einsteigen. Wie zählen? Das Problem ist halt, die haben ein Problem mit dem Drehkreuz. Das heißt, er zählt bestimmt nicht mehr richtig. Das heißt, es dreht dauernd. So, dass die Leute halt dauernd reingehen können, weil wir können nur so und so viele Leute reinlassen. Schäfer muss entscheiden, den Betrieb stoppen oder die Besucher per Hand zählen lassen, bis das Drehkreuz wieder funktioniert. Seine Entscheidung, the show must go on. Roger Moore darf heute ganz oben im Turm wohnen. Top of the world. At the top of the evening. Would you like to take a seat? So, isn't it wonderful? Everything is here. I think it's absolutely marvelous. Thank you. Congratulations. Ein britischer Agent in der Kennedy Suite. Ja, toll. Fantastisch, dass ihm so gut gefallen hat. Und dass ihm so gut gefällt, dass er wirklich glücklich ist. Und dass wir es wirklich geschafft haben, auch die Suite in so einem perfekten Zustand herzurichten. Also alles gelungen. Martin Spannring sucht derweil noch immer Sabine Christiansen. Ist schon da, super. Das heißt für mich, jetzt mal kurz zu warten, ob sie noch hier runterläuft, um sich hier akkreditiert. Oder ich werde ein paar Minuten Informationen bekommen, ob sie direkt die Akkreditierung und ihre Bändchen vorne schon bekommt. Die Gesuchte posiert bereits mit der Familie Mack, den Inhabern des Freizeitparks. Und Martin Spannring kann seine Bussi-Liste endlich vervollständigen. Damit ist auch seine Mission erfüllt. Alle bestellten Promis sind angetreten. Nach dem letzten Küsschen folgt das Eröffnungszeremoniell. 75 Minuten lang dürfen sich die Ehrengäste jetzt Gedanken dazu machen, was das Thema Amerika eigentlich im Europapark zu suchen hat. Zeit genug für die Mitarbeiter, hinter den Kulissen bereits das nächste Highlight vorzubereiten. Ehrengast Sir Roger Moore soll als Höhepunkt der Show auftreten. Und dafür braucht er natürlich Bond Girls, ein Shop für den Bussi-Beauftragten. Uli, geht ihr jetzt hoch und holt ihn jetzt ab? Ja, er sagt jetzt dem Manager Bescheid, dass er ihn runterholt. Das dauert jetzt bestimmt 20 Minuten, bis er da ist, oder? Normalerweise soll er um 8 in der Bar sein. Und wir sagen glaub Bescheid, dass sie jetzt kommen. So, ich habe gesagt, es ist knapp. Lieber sitzt du mir 10 Minuten im Auto und wartet. Ob er jetzt im Hotelzimmer sitzt oder im Auto, ist doch wurscht. Ja, aber er ihm sitzt im Auto. Gut. Man könnte ihm die Wartezeit ja mit Törtchen versüßen. Lorenz Rüttimann checkt lieber noch mal die Abläufe am Buffet. Are you ready? Are you ready? Guests are coming now. Perfect. Good luck. Yeah? In 2 Minuten kommen die Gäste. Was Rüttimann jetzt auf keinen Fall braucht, Chaos. Okay. Frau Subrach, holen Sie kurz hin einen Eimer. Der Schweizer bewahrt Contenance. Dabei ist das sein Albtraum. Die Gäste sind auf dem Weg und das Buffet ist voller Scherben. Schaffen es Lorenz Rüttimann und sein Team rechtzeitig, das Chaos zu beseitigen?
Martin Spannring hat derweil seine eigenen Sorgen. Schöne Sorgen. Er soll die weibliche Begleitung für Ehrengast James Bond AD organisieren. Miss Germany 2012 und ihre Vorgängerin treten an, um im Oldtimer den Oldtimer zu flankieren. Dessen letzter Kontakt mit Bond-Girls auf der Leinwand ist fast 30 Jahre her. Dementsprechend gering scheint auch sein Interesse an den aktuellen Jahrgängen. Aufgeregter sind da eher die Herren mittleren Alters. Hammer, endlich ist es soweit. Darauf haben wir seit einem Jahr gewartet. Perfekt. Jetzt sind wir froh, dass er da ist und jetzt kann eigentlich gar nichts mehr passieren. Glaubt er, doch. Bei der Hoteleröffnung im Europapark ist jede Menge Glas zu Bruch gegangen. Dabei kommen gleich die Ehrengäste. Wir kriegen das hin. Wir tun die Ströme ändern, damit wir hier fertig reinigen können. Genau. Die Gäste sollen über einen anderen Eingang ins Restaurant kommen. Die Gäste dann über das Buffet-Restaurant reinlassen vorne. Ja, dass jemand vorgeht und über Buffet-Restaurant reinlässt. Okay. Ein frommer Wunsch. Aber der Gästestrom bricht sich bereits seine Bahn. Die Hungrigen sind nicht mehr aufzuhalten. Jetzt muss Lorenz Rüttimann alles versuchen, um zu retten, was eigentlich nicht zu retten ist. Er gibt den Buffet-Türsteher und lässt sich nichts anmerken. Achtung, können Sie bitte kurz aufs Zeit? Ehrengast Sir Roger Moore und seine Gattin sollen auf keinen Fall merken, was sich hier gerade abgespielt hat. Das war jetzt eine Schrecksekunde, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das war ganz knapp. Aber es passt. Es passt. Kurze Gäste durchlassen. Wie ist gerade dein Puls? Relativ hoch. Das ist natürlich, das gehört dazu. Ja. Guten Abend, hallo. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wichtig ist jetzt, dass wir sofort die Aufmerksamkeit auch weglenken, auch nicht mehr hingehen und schauen, sondern dass wir das ganz dezent machen. Das werde ich jetzt mir gleich in aller Ruhe anschauen und dass jemand hinschaut. Ein Geheimcheck ohne Aufmerksamkeit zu erregen. 00 Rüttimann im Einsatz. Sein Fazit? Mission erfüllt. Man sieht nur, wenn man ganz genau hinschaut, wir sind auf einem kleinen Tableau noch zwei, drei Scherben, aber gar nichts mehr. Es ist alles wieder safe. Zum Glück. Und die Gäste haben gar nichts bemerkt. Bei Hummer und Austern lassen sie den Abend ausklingen. Gelungen war's und der Stress blieb, wo er hingehört. Hinter den Kulissen.